Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Georg TV. Wir werden in diesem Video nicht allzu lange reden, Freunde. Es geht um ein gewisses Thema, was auf Facebook die Runde macht. Ich muss ehrlich zugeben, es wird extrem oft geteilt und viele Menschen reden darüber. Und ich habe mir gedacht, ich mache mal kurz ein Video darüber und frage mal die Leute, was die davon halten. Im Video geht es darum, Freunde, dass ein gewisser Herr namens Alexandre, das, was ich im Internet auch jetzt gelesen habe, über den Impfstoff geredet hat. Speziell über Graphenoxid, was im Impfstoff enthalten ist. Anscheinend sollte dieses Graphenoxid sehr schädlich für uns sein und für unsere Gesundheit und dass es niemals dafür zugelassen sei, dass wir sowas nehmen sollten. Er hat ein Interview darüber gehalten und über diese Sache geredet und bewiesen, dass es im Impfstoff sei, wo daraufhin Alexandre kurze Zeit später ermordet wurde. Es hört sich alles jetzt extrem heftig an, aber seine Frau hat darüber Stellung genommen und ein Statement gemacht, wo sie darüber erzählt, sie war schwanger und jetzt ist ihr Mann tot. Die Sache ist wirklich nicht einfach, Freunde, und viele labern jetzt gerade irgendwas und denken sich, what the hell, aber es ist wirklich wahr. Das Video geht, wie gesagt, extrem viral auf Facebook und mich hat das Video so inspiriert, dass ich mir gedacht habe, ich mache kurz ein Video darüber und erzähle euch davon. Wisst ihr, Freunde, ich habe das mehrmals schon gehört im Leben. Ich habe sehr oft gehört, dass Menschen, die im Internet etwas Echtes und Wahres sagen, wirklich, und ich lüge euch dabei nicht an, sehr oft gekidnappt wurden oder ermordet wurden. Das hört sich extrem heftig an, aber das wurde sehr oft schon in der Vergangenheit getan. Speziell, wenn es der Wahrheit entspricht. Ich werde euch mal kurz das Statement von der Frau zeigen. Bildet euch eure eigene Meinung, Freunde. Wir sehen uns dann demnächst bald wieder, wenn ihr Bock darauf habt, dass ich weiterhin solche Videos drehe und weiter am Start bin. In diesem Sinne, Freunde, schnacken wir nicht lange herum. Wir sehen uns bald wieder bei einem neuen Video. In diesem Sinne, ich küsse euer Herz. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Wir haben Samstag, den 27. November 21. Am Dienstag, dem 23. circa um 10 Uhr morgens wurde das Video veröffentlicht zum Thema Graphenoxid. Das Video hat eingeschlagen wie eine Bombe. Zeitgleich hat Andreas ein Zoom-Call-Interview geführt mit Raltias. Ich habe die Kamera gemacht und aber parallel mitbekommen, was in den Chats passiert, was in den Kanälen passiert. Das Interview hat circa 2 Stunden gedauert. Danach haben wir uns noch ausgetauscht, kurz, haben uns gesagt, wie sehr wir uns lieben, haben gelacht und kurz darauf wurde Andreas heftigst angegriffen. Der Angriff war extrem hinterhältig und unerwartet und ich habe die schreckliche Aufgabe, euch zu sagen, dass Andreas es leider nicht überlebt hat. Diese Nachricht ist extrem schockierend für uns alle. Aber Andreas ist in mir und ich bin ein Teil von ihm. Wir sind eins und alle Infos sind draußen. Wir wissen alles, was wir wissen müssen und ich brauche euch jetzt. Es ist jetzt an der Zeit, Taten folgen zu lassen. Es ist jetzt an der Zeit, dass ihr wirklich anfangen zu glauben. Und wir müssen jetzt einen Plan umsetzen. Wir haben nichts mehr zu verlieren. Es geht um die gesamte Menschheit. Er hat es für euch gemacht. Er ist für euch gestorben. Er hatte keine Angst vorm Sterben. Er hat es in Kauf genommen. Dass es auf diese Art geschehen muss, ist schrecklich. Es war nicht der Plan, dass er so schnell von uns geht. Aber wie gesagt, nehmt die Energie des Feindes auf. Wir müssen die Energie jetzt nutzen und gegen sie richten, für uns nutzen. Und ich brauche euch jetzt. Ich krieg's nicht alleine hin. Ich werde euch genaueres erzählen. Bitte dreht nicht durch. Together we stand, divided we fall. Let's stand together as a team zum ersten Mal. Zählt auf euch. Noxy.